Herzlich willkommen bei Rocket League. Mit dabei ist heute mal nicht der Ingert, nein, der Raid ist da. Ach, hallo. So, Ingert wurde aus gesundheitlichen Gründen ausgetauscht. Denn der Schwächste fliegt ja hier, wie immer, ne? Und mal gucken, ob wir mit Raid hier heute was im Ranking reißen können. Ich habe übrigens die Dev-Position antrainiert. Ich würde ganz gerne mal Dev spielen. Okay, das Ding ist halt, du musst hier jetzt halt auch ein bisschen was verteidigen. Das trifft ganz gut, weil wir haben es geschafft, uns zum Herausforderer hochzukämpfen im Ranking. Herausforderer seid ihr schon? Oh. Und naja, das muss jetzt bestehen bleiben. So, auf den ersten Mal gehst du aber drauf, ne? Achso, mach ich? Ja, du bist ja vorne. Ich weiß, das wäre jetzt deine Posi gewesen, die ich hatte, ne? Ja, deswegen. Ich war ein bisschen verwirrt. Nee, ich spiele halt seit Tagen. Spiele ich so, dass ich halt sofort Dev bin. Okay. Dann spiele ich jetzt quasi gegen hier Challenger oder was? Ob bei den Gegnern oder wie? Das kann gut sein. Ich weiß es nicht. Das ist, hallo, ich bin mein... Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Ich habe doch gar keinen Rang. Prospekt-Elite. Genau, ich bin Prospekt. Da gibt es ja dann auch mehrere Ligen. Und die haben wir halt erfolgreich hinter uns gelassen. Sind jetzt Herausforderer 1. Ab Prospekt ist gut oder was? Nee, Prospekt ist das Schlechteste, weißt du, was geht. Ah, okay, cool. Fühlt man sich gleich gut nach so langer Zeit Rocket League. Und wo man eigentlich gar nicht so scheiße spielt. Also ja, dann gibt's halt noch, danach kommen dann halt, jetzt muss die Dev-Position stimmen. Jawohl. Nein! Ich bin da. Ja, wenn der nicht da gewesen wäre, hätte ich den gut reinmachen können. Oh, da geht mir der Boost aus. Na, mal gucken, was geht. Ich legne mir erstmal galant vor. Mhm. Und ja, wie gesagt, der fahre ich ein bisschen. Ja, sehr schön. Der habe ich in letzter Zeit ein bisschen geübt. Weil ich halt mit einem Kumpel gespielt habe, der das Spiel nicht so gut drauf hat. Und ja, wir haben gewonnen ein paar Mal. Dadurch. Jetzt fährst du auch direkt in die Dev, oder was? Okay. Nö, ja, normalerweise wäre ich jetzt sofort in die Dev gefahren, aber eigentlich ist die Position besser. Bloß ich wollte ihn nie deffen lassen. Ohne es jetzt böse zu meinen, aber... Ja gut, manche können es halt, manche können es nicht. So, jetzt bin ich gespannt, was da hinten passiert. Okay. Parade. Ja. Obwohl das System, finde ich, immer total random ist, was man bekommt. Ob man Parade oder einen Befreiungsschlag bekommt. Ja, es liegt halt irgendwie immer ein bisschen an dem Winkel vom Ball. Und ob da Gegner sind oder nicht. Na, fahr mal ruhig weiter, ich bleib ein bisschen hinten. Verdammt. Noch ist gut, der ist noch heiß. Jawohl, mach ihn, nein. Nein, verhauen. Aber richtig schön verhauen. Ja, da hättest du einen größeren Bogen fahren müssen. Da krieg ich zum Beispiel keine Parade, das ist halt wieder genau das Ding, was du meinst. Das ist lächerlich, das ist richtig lächerlich eigentlich. Weil das war so richtig so eine Paradenposition meiner Meinung nach. Der Ball ist fast drinne. Ach, fuck. Oh. Okay, dann fühle ich mich jetzt nicht mehr ganz so schlecht. Na, deine Position war deutlich besser, also. Das sah hinten anders aus, als es letztlich war. Sieht hinten immer besser aus, als es eigentlich ist. Da hätte ich ganz blöd fahren müssen, das war eigentlich, ja, relativ schwer. Für einen Nicht-Challenger, für einen Prospektler, weißt du? Ich bin noch schlecht als Prospektler. Oh, den habe ich nicht gesehen. Wieder keine Ballkamera. Aber die verkacken es komplett. Oh mein Gott, ich auch. Na gut, das ist jetzt nicht so wild an der Position. Vor allem, weil ich halt auch im Tor stehe. Okay. So. Du fährst nach vorne. Okay, interessant. Klär mich auf beim nächsten Mal. Ja, mach ich. Oh, Vorsicht. Ah, komm ich nicht ran. Oh, schade. Ja, das war mein Fehler. Naja, war gut. Ich hatte jetzt lang genug Zeit, mich darauf vorzubereiten. Ja, aber ich habe dort halt dann verhauen. Vorne habe ich verhauen. Ah, ich hätte auch zum Tor fahren können. Ich gehe auf jeden Fall drauf. Direkt? Interessant, also normalerweise, wie gesagt. Nein, Vorsicht! Wieso gibt es denn eine Parade, was eigentlich total lahm war? Ich bin ohne Booster und alles einfach drauf gefahren. Nein! Oh, gut. Was? Nicht gut? Nee, ich kam da nicht mehr ran. Ah, shit. Absolut gar nicht, also. Ich habe erst gedacht, da ist er weg und dann aber war er da. Ah, wir sind beide vorbeigesprungen, okay. Was wollte ich sagen? Ja, normalerweise bin ich ja der defensive Part bei uns, deswegen kleine Umstellung hier. Nein! Der war noch okay. Oh, Entschuldigung. Wie kann man den trotzdem nur so unglücklich erwischen? Oh. Oh nein! Oh Scheiße, sorry! Vorsicht! Oh nein! Oh.
Gut, der Death-Part klappt bei dir ganz gut. Das im Normalfall ja. Also mich hast, du schon mal verteidigt. Bravos, wie heißt das? Ich hab's nicht mehr gesehen, ich bin zu weit gedreht. Bravorös, glaube ich. Oder mit Bravour, keine Ahnung. Ach, hol mal noch. Bravorös ist doch ein schöner Folgentitel. Oh Mann. Wie gesagt, an sich klappt es mit Dev. Nur dann so die schnellen Bälle, wo ich schnell reagieren muss, sind noch nicht so hundertprozentig. Okay. Hier wieder der Punkt, du verlässt das Tor. Ich weiß von nix. Ja, weil... Mh. Nein! Ich hab ihn fast drin gehabt, oder? Dann hab ich hier verhauen. Oh Mann! Er zerstört mich. Naja, bist du wenigstens hinten. Spaß den Rückweg. Okay, gut. Ja, sorry, ich... Ja, erstes Match, ne? Auch nochmal hier für die Zuschauer. Erste ich fahre Match. Wieder? Nicht warm. Ja, ich sehe es diesmal. Ich bin noch im Tor. Weil ich habe ja auch Boost. Nein! Ich habe ja auch noch diese Death-Rolle in mir drin. Deswegen lande ich dann auch ganz gerne im Tor. Ich habe gedacht, du wärst der Gegner. Gut. Okay, jetzt ist gar keiner, aber ich fahre. Okay. So, nicht? Nein! Ja, das war meiner. Eine schöne Vorlage gegeben. Na, ärgerlich. Geile Vorlage. Ja, wollte ich halt drauf fahren und Ball noch vorher holen, aber. Aber die Vorlage war geil, kann man nicht sagen. Die war göttlich. Team. Ach so, er meint, dass ich mit bei denen im Team spiele. Das ist nicht nett. Und da ist das nächste Tor. Ja. Nein, doch, nein. Uff. Vorsicht. Oh Gott. Ich fahre wieder. Ah, nee, ich habe keinen Boost. Kannst ja trotzdem fahren. Spricht ja nichts dagegen. Oh. Ungünstig erwischt. Nein! Ja, der wäre gegangen. Der wäre gegangen, aber. Oh, noch bin ich Herausforderer 1, Liga 1. Ja, aber es bleibt spannend. Mal gucken, ob wir es beim nächsten Mal besser hinbekommen. Du hast vor allem nur 10 Punkte mehr als ich. Das reicht mir hin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao. Tschüss.